zum Boot! Im Wasser fühlt er sich pudelwohl. Dustu, ein Wasserhund der Extraklasse. Unser Labrador, der passt einfach in mein Leben. Man hat schon eine sehr, sehr nahe und tiefe Verbindung zu diesem Hund, ja. Also ich stehe schon ein bisschen weit hinten dran, muss ich sagen. Also heute bin ich ja völlig ausgeblendet. Schweriner See, Ende Juni, 5 Uhr. Training, wie jeden Tag. Dustu und sein kleiner Bruder Grisu sind Frühaufsteher, genau wie Katrin Anders. Sie wohnen nur ein paar hundert Meter vom See entfernt. Wir fangen unseren Tag einfach hier unten am See an, gehen morgens hier ins Wasser, gehen eine Runde hier am Wasser lang, schwimmen dann ein bisschen in den See rein und genießen einfach den Sonnenaufgang hier in aller Ruhe. Das Schwimmen liegt ihm natürlich im Blut. Man sieht es auch daran, so ein Labrador hat ja hier zwischen den Zehen auch Schwimmhäute. Hier, das sieht man. Das heißt, im Wasser spreizt er die Finger ganz weit auseinander und hat im Prinzip diese Hilfe dadurch und hat einfach mehr Fläche. So, dann hat er ein kurzes Fell, sodass man nicht so lange an ihm putzen muss. Kurze Ohren, dass sie nicht so voll Wasser laufen, die Ohren. Und ist ja auch für das Wasser gemacht worden einfach. Und deshalb nennt man sie auch Wasserhunde. Also das sind jetzt spezielle Wasserarbeitsgeschirre, die die Hunde anbekommen. Weil sie nachher im Sport, wenn sie ihre Aufgaben lösen, dann holen sie ja auch Menschen aus dem Wasser, die hilflos und leblos sind. Und damit derjenige sich festhalten kann, haben die Hunde hier dieses Geschirr. Dann schwimmt der Hund um die Person rum. Und derjenige kann sich hier festhalten und dann bringt er sie an Land oder zu einem Boot, gerade wie seine Aufgabe dann ist. Komm, komm. Und vor. Na, komm rein. Jawohl. Prima. So, und los. Es gibt viele Disziplinen im Hundesport. Katrin betreibt mit ihnen Wasserarbeit. Prima, prima. Komm, mein Großer, komm. Ein Sport für Hund und Mensch. Beide müssen fit sein. Das Training zeitaufwendig. Ehemann Bernd, DDR-Meister im Doppelzweier, begleitet sie deshalb so oft er kann. Tust du? Komm her. Komm hier rum und einmal rum. Einmal rum. Einmal rum. Rum. Prima. Super. Und weiter. Kommt her. Und feine, feine. Super. Hier. Komm her. Maus, Maus. Und hier neben. Komm mal her. Neben. Super. Fein. Nein, nein. Warm-up bei 17 Grad Wassertemperatur. Prima, Dustu. Kommt her. Lässt du ihn mal in Ruhe? Prima. Super. So ist fein. Jawohl. Gut gemacht. Ganz fein. Super! Jawohl! Alles gut? Jawohl! Jawohl, ein bisschen Spaß, ein bisschen Spaß! Jawohl, jawohl, jawohl! Hey! Jawohl! Gut gemacht! Gut gemacht heute Morgen! Jawohl, 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 jawohl! Hopp! Hopp, 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 hopp! Na komm! Mit Dustu will sie in dieser Saison etwas erreichen, was noch keiner vor ihr geschafft hat. Europameister, Bundessieger und den Fishing Admirals Cup für Wasserhunde gewinnen. Ins Boot! Zack. Prima. Grisou, sein kleiner Bruder, ist 6 Monate alt, trainiert immer schon mit. Wird erst im nächsten Jahr ins Wettkampfgeschehen eingreifen. So, und du nimmst das Seil und komm. Na komm. Prima. Jawohl. Super. Warte, Dustu. Super machst du das. Ganz fein. Super. Ganz super. Und weiter, weiter,
Rund 15 Stunden wöchentlich trainiert die Bankangestellte mit ihren Hunden zwischen März und Oktober. Aufgewachsen am Schweriner See, schon immer war sie sportlich aktiv. Erst Leichtathletik, Volleyball, Segeln und dann seit 2010 Hundesport. Eine besondere Beziehung zwischen Mensch und Tier. Die letzte Übung für Dustu an diesem Morgen. Bleiben. Die Aufgabe: Rettung einer leblosen Person. Wie im Wettkampf. Kurzes, knappes Kommando. Dustu, Puppe! Nimm Arm an Land. Katrin flüstert und Dustu macht das, was diese Hunderasse auszeichnet. Ausgezeichnete Schwimmer und Weltmeister im Apportieren von Gegenständen. Früher in Neufundland haben sie abgetriebene Fischernetze aus dem Meer geholt. Trainingspause. Dustu und sein kleiner Bruder nehmen viel Platz im Leben der 59-Jährigen ein. Das Verhältnis zwischen mir und meinen Hunden, glaube ich, das ist schon ziemlich eng. Beim Hund musst du noch konsequenter sein. Du kannst zu deinem Kind vielleicht noch mal sagen, weißt du, heute ist Sonntag, heute können wir das mal machen. Das kannst du beim Hund nicht tun. Beim Hund ist jeder Tag so, wie er ist. Und was du heute zulässt, das nimmt er sich morgen auch wieder. Also der wichtigste Wettkampf für uns ist tatsächlich der Europacup. Das ist so der Höhepunkt im September des Jahres. Und dann haben wir in diesem Jahr die deutsche Meisterschaft und die Bundesligaprüfung hier im Schweriner Raum. In Seehof wird die am 1. Oktoberwochenende stattfinden. Und das ist für uns ein super tolles Event, was wir hier ausstatten dürfen. Da sind wir total stolz drauf, dass wir das machen können. Anfang August, das harte Training zeigt Wirkung. Dustu muss zur Hundephysio bei Heike Kurt in Plate. Guten Morgen. So, dann gucken wir ihn mal einmal durch. Alles gut, ob wir irgendwo was finden. Machen ihn auf jeden Fall. Soll ich das mal abmachen? Ja, machen wir ruhig ab. Er ist ja artig. Eigentlich. Wenn er nicht flüchten will, ne? Machst du nicht, ne? So ist das fein. Prima. Dann machen wir ihn gleich noch mal ein bisschen loser. Okay. Die haben ja beide so einen sehr unterschiedlichen Schwimmstil auch. Ja. Ganz prima. Sehr, sehr gut. Jetzt mache ich immer das Zeichen mit. Fühlt sich gut an, hat eine gute Figur, ist schön schlank, sehr gut bemuskelt. Richtig, richtig gut ist er. Richtig gut. Und dass er mal ein paar Kleinigkeiten hat als Sportler, das ist ja erlaubt. Das geht uns ja auch nicht anders, ne? Super, machst du das ganz brav. Ganz fantastisch. So, jetzt gucken wir erstmal, ob der gut ist hier. Gut machst du das. Ganz prima. Jo, schmatzi, schmatzi, ne? Das ist definitiv ein Leistungssportler. Und Leistungssportler haben es auch verdient, mal Physio und Osteo zu bekommen. Definitiv. Und das brauchen sie auch, weil man findet tatsächlich immer was. Ne? Er hat jetzt so ein bisschen Hals. Er arbeitet ja viel im Wasser. Und gerade wenn die viel im Wasser sind, dann haben die ja auch so eine leichte Überstreckung immer im Hals. Deswegen kann das schon mal sein, dass da was ist. Sonst ist er eigentlich sehr, sehr gut. Den Rücken machen wir gleich noch mal ein bisschen mit. Die Wirbelsäule mobilisieren. Und er ist hier hinten so ein bisschen fest im Becken. Also prinzipiell hat er nur da und hier. Hm. Er ist sonst richtig gut. Hm? Kleines Muskelpaket? Er ist voll das Muskelpaket. Und ein Genießer. Die heilenden Hände von Heike. Perfekte Vorbereitung für die Europameisterschaft. Also er ist ja ein Wasserhund, ne? Und er hat natürlich ganz viel extrem, also die Hinterbeine ganz doll, ne? Da bewegt sich auch ganz viel, weil der Schwanz ja auch ganz viel arbeitet im Wasser. Deswegen kann das schon mal sein, dass hier so eine Probleme sind, dass mal ruhig was fest ist hier auch im Becken. Und natürlich auch die Beine vorne. Eigentlich alle Muskeln im Wasser sind alle Muskeln betroffen. Der ist komplett rundum einfach perfekt bemuskelter Hund. Richtig gut. Das ist ja ein Musterschüler. Hm? Und dann noch eine Spezialbehandlung. Akupunktur. Kann bei Hunden auch Ängste und Stimmungsprobleme lindern. Ja, der wird schon acht. Ja, Zeit.
weitergeht. Mhm. Das ist er. Aber er ist in den besten Jahren. Mhm. So, gut, mein Großer. Hast du super gemacht. Prima. Ja, ach, du hast das auch richtig gut gemacht. Du hast das auch richtig gut gemacht. So, wer will eine Belohnung? Wer möchte dann eine Belohnung? Komm her. Wer möchte eine Belohnung? 17. Prima. Der nimmt die ganze Hand. Super. Dann machen wir es wie beim Pferd. So. Bitte schön. Ach, jetzt kannst du auch essen. Prima. Ganze Anspannung weg, ne? Hundorf am Schweriner See. Hier treffen sich die Schweriner Seehunde samstags zum Training. 2016 wurde die Abteilung im Hundesportverein Bad Kleinen gegründet. Katrin ist hier auch Trainerin. So, dann fangen wir jetzt an. Wir machen das Training heute mit 12 Hunden hier in der Wasserarbeit in den verschiedensten Diplomen. Das ist unser großes Team. Nur so können wir funktionieren im Team, weil du brauchst Bootsfahrer, du brauchst gute Helfer und gute Hunde und Hunde, die was lernen wollen. Und wir beginnen jetzt mit einem Hund, der macht ein Teamarbeitsdiplom. Das heißt, der fängt an und schwimmt erstmal, macht ein Ausdauerschwimmen hinterm Boot her. Annika war erst ohne Hund bei den Seehunden aktiv. Seit ein paar Jahren ist der Golden Retriever Yakari an ihrer Seite. Wasserarbeit gibt es zwar schon seit gut 100 Jahren, aber es gab kaum Vereine. Der Hund springt jetzt raus und bei der Prüfung muss er 200 Meter Ausdauerschwimmen machen. Und das machen wir jetzt einfach mal mit ihm. In den letzten Jahren wird dieser Sport immer beliebter. Yakari spürt, dass es gleich ins Wasser geht. Seepferdchenprüfung für den Wasserhund. Neben. Bevor der Hund so ruhig und so lange schwimmt, hat er auch eine Menge Trainingsstunden in den Beinen. Weil er ist total unaufgeregt. Er muss nur sein Tempo finden und dann wird der Hund ins Boot geholt, weil Zeit ist um. Wasserarbeit, das heißt auch Landarbeit, Distanzschwimmen und Arbeit im Wasser. Der weiß das genau, wird da angefasst und dann klettert er hinten schön mit rein. Und macht Eschi, einmal super. Prima. Und bei uns geht alles mit Spaß. Also das ist das Wichtigste. Wir wollen schon, dass unsere Hunde ihre Aufgaben ordentlich machen, aber wir wollen auch Spaß dabei haben. Also was heißt auch? Ist unser Spaß, ist ja unser Hobby. Ja. Die große Herausforderung für den Hund ist die Distanz zum Hundeführer. Bei vielen Prüfungen muss er sich zum einen am Hundeführer orientieren, aber gleichzeitig auch selbstständig die Aufgaben lösen. Ich bin nicht aufgeregt. Das ist Training. Da bin ich nicht so sehr aufgeregt. Bei der Prüfung dann schon. Und das merkt der Hund auch dann, ne? Dass es anders ist. Also ihm ist das letztendlich egal, ob er an einer Prüfung teilnimmt oder nur Training macht. Aber da sein Herrchen oder Frauchen dann aufgeregter ist, macht sich das für ihn schon bemerkbar. Und er darf jetzt nicht sehen, deswegen stehe ich so, was dort passiert. Eine von 10 Aufgaben beim D-Diplom, die höchste Prüfungsstufe für Wasserhunde. Das ist die Königsdisziplin. Je höher die Prüfungsklasse, desto höher die Anforderungen, auch bei der körperlichen Beanspruchung. Hinter dem Boot liegt jetzt eine leblose Person und um die geht es. Nimm Arm! An Land! Nur noch ein paar Wochen bis zur Europameisterschaft. Dustu ist angeschlagen. Magen-Schleimhautentzündung. Birgit Paus soll diesmal gerettet werden. Sie hat gemeinsam mit Katrin die Schweriner Seehunde gegründet. Danke! Prima! Gut gemacht! Sehr schön! Er ist ein bisschen kaputt, weil er war ja nicht ganz fit für die Woche vorher. Aber ansonsten, ja, man hat immer ein paar Baustellen, wie zum Beispiel diese Weste, die er zu der Person bringen muss. Also wenn er die bei der Prüfung schüttelt, ist das nicht so schön. Aber ansonsten, die anderen Aufgaben hat er toll gemacht. Bin ich zufrieden. Ich weiß, was wir immer machen müssen die Woche über und dann ist gut. Alles in Ordnung. Und dem geht's gut. Nicht so gut geht es seinem kleinen Bruder Grisou.
Der hat nämlich Zahnschmerzen, die Milchzähne drücken. Und das ist ein Fall für Tierärztin Jeanette Albrecht. Hallo. Ja, da kommst du auch mit, die Sonne? Und rein hier. Also es gab kaum jemanden, der als Patient lieber hier hochspringt und alles ordentlich machen möchte und gefallen möchte, wie deine beiden. Das ist schön. Werden wir gleich mal aufschreiben? Ja. Zähne sind immer noch da. Normalerweise ist er so schräg gestellt wie auch der Unterkieferfangzahn. Und normalerweise fallen die Hundemilchzähne von alleine aus. Wenn das nicht passiert, muss nachgeholfen werden. Achtung, kleiner Piep. Vorbereitung zur Hunde-OP. Vielleicht so ein bisschen am Kehlkopf. Was können Sie da machen? Und Dustu? Der ist ganz froh. Heute Trainingspause. Die letzten Wochen waren hart und es sind nur noch wenige Tage bis zur Europameisterschaft in Frankreich. Grisou wird dann als Zuschauer mit dabei sein. Eingriff unter Vollnarkose. Routine. Für Katrin und Dustu eine extra Gassi-Runde, mal ohne den kleinen Bruder. Nach einer Stunde ist es geschafft. Die Zähne sind raus. Die beiden Zähne heben wir auf. Die Zahnfee ist gekommen, eingelegt in Wasserstoffperoxid. Okay. Morgen einmal durchs Sieb wischen. Ja. Oh, da bist du ja. Und man kann auch schon wieder kauen. Also das schmeckt schon wieder. Na, jetzt ist er noch ein klein bisschen betrunken. Wirklich erst vor 5 Minuten hat er die auch auf Spritze bekommen. Es ist alles unter Spritze. Endlich. Das ist wahre Bruderliebe. Das ist ja schön zu sehen. Begrüßen Sie sich wieder. Ja. Europameisterschaft Frankreich in Millac am Fluss Vienne. Katrin ist mit ihrem Mann und den Hunden schon ein paar Tage vorher angereist. Noch eine andere Deutsche ist dabei. Leonie Dresler aus der Neufundländer Wasserarbeitsgruppe Westerwald, mit 19 die jüngste Starterin. Ein Marsch der Nationen, fast wie bei den Olympischen Spielen. Angeführt wird die deutsche Mannschaft von Teamchefin Nicole Haberer-Diedrichs. Sie kennt Katrin sehr gut und wird später in Schwerin als Leistungsrichterin dabei sein. Insgesamt sind 9 Länder am Start. Dann wird es ernst. 5 Aufgaben müssen gelöst werden. Katrin ist mindestens genauso aufgeregt wie Dustu. Nein, sie ist bestimmt aufgeregter, darf es sich aber nicht anmerken lassen. Bei dieser Aufgabe muss Dustu 2 Personen zum Boot bringen. Und Grisou ist auch zufrieden, denn Dustu macht seine Sache wunderbar. Auch bei den anderen 4 Prüfungen gibt es eigentlich nichts zu meckern. Kaum zu glauben, Dustu wird nach 2019 wieder Europameister. Ein unbeschreibliches Gefühl, den besten Wasserarbeitshund Europas zu haben. Katrin wird nach 2019 wieder Europameisterin. Und das Beste, in der Mannschaftswertung erreicht das Team Deutschland Platz 3. Anfang Oktober. Der erste Nachtfrost am Schweriner See. Es ist das Wochenende der Wahrheit.
Denn in Seehof ist der Hund los. Bundesliga-Prüfung und der Fishing Admirals Cup. Zwei Titel, die Dustu in diesem Jahr noch fehlen. Und Katrin, die tanzt gleich auf drei Hochzeiten, ist Helferin, Teilnehmerin und auch noch Organisatorin. Prima. Super. Ja, alles gut. Unsere Tafel für die Prüfungsstunden. Komm runter zum Wasser. Oh, so, okay. 65 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben gemeldet. Noch eine Stunde bis zum Auftakt. Jeder hier kennt Katrin. Katrin ist für mich ein großes Vorbild im Hundesport, so wie sie ihre Hunde ausbildet und mit Dustu schon so lange auch an der Spitze trainiert. Das finde ich ganz toll und sehr beeindruckend. Und wenn man Fragen hat, kann man sich immer an sie wenden. Und versucht immer Lösungen zu finden, wenn man mal mit seinem eigenen Hund ein Problem hat. Das finde ich immer ganz toll. 31806. Katrins Teamchefin ist diesmal in anderer Funktion im Einsatz. Sie bewertet und kontrolliert die Vierbeiner. So. Keine Frage, das hier ist Yakari. Schwierig mit so einer Kamera. 840405. Ja, richtig. Wir kontrollieren die Identität der Hunde und gleichzeitig damit die Unbefangenheit, ob die sich anfassen lassen, ob die nett bleiben, wieso das Sozialverhalten ist. Das wird vom ersten Moment von der Meldung bis zur Siegerehrung wird das mitbewertet. Das heißt, die Hunde, die hier starten, die müssen alle einwandfrei im Wesen sein. Und das ist fast wichtiger, als die Identität zu klären. Der Hundesportverein Bad Klein ist zum ersten Mal Ausrichter der Bundesliga-Prüfung. Auch Katrin hat bis spät in die Nacht Listen geschrieben. Gleich kann's losgehen. Noch schnell das Gruppenfoto für die Vereinschronik. Und Ehemann Bernd ist an diesem Wochenende im Dauereinsatz, damit alle es nach dem Wettkampf mollig warm haben. Toller Service vom Veranstalter. Das machen wir schon zusammen, ne, mit den Hunden alles. Aber geht schon viel Zeit für die Hunde auch weg, wo ich denn, ich sag nicht zu kurz kommen, aber wo ich denn mich einbringen muss oder wir es irgendwie zusammen hinkriegen müssen. Dann wird es ernst. Die erste Prüfung für Dustu. Rettungsweste zum Boot bringen. Okay. Aber irgendetwas stimmt nicht mit dem Europameister. Das hat er schon besser gemacht. Punktabzug. Der Champion zeigt Nerven. Oder liegt es diesmal an Katrin? Zur Person! Aber dann läuft es besser. Dustu liefert ab. Und Bernd gönnt sich eine kleine Pause. Die dritte Prüfung. Rum ums Boot und abschleppen. Tausendmal trainiert. Klappt. Übung Nummer 4. Dustu muss zu einem der ausgeworfenen Gegenstände schwimmen. Erst kurz vorher bekommt Katrin gesagt, ob nach rechts oder links. Schwimmt er zur falschen Seite, gibt es keine Punkte. Aber Dustu ist auf Kurs. Wenn er so weitermacht, dann könnte er Bundesliga werden. Die letzte Übung an diesem Tag. Irgendwas läuft total verkehrt. Da wird der Ton etwas rauer. Aus und rum. Katrin
Erst ratlos, aber dann hat sie auch schon eine Erklärung. Das Seil hat nicht geschmeckt. Oh. Das Seil nicht. Ach, ein Lüsi. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Das Urteil der Leistungsrichterin Nicole, hart, aber herzlich. Da knautscht er an der Weste rum, nicht astrein. Dann hat er zweimal voll abgeliefert, wunderbar. Ja, und gerade die Aktion mit dem Seil, das hat ihm nicht geschmeckt. Also, das ist allen Ernstes, das geht mir kaum über die Lippen, im sehr guten Bereich gewesen. Aber im Gesamtergebnis sind wir noch im Vorzüglich. Also, Titel Nummer 2 gesichert. Dustu ist Bundessieger. Oh, traumhaft. So, das habe ich mir jetzt hier, glaube ich, verdient. Den ganzen Tag im Wasser. Jetzt geht's in die Wärme. Macht's gut. Tschüss. Fehlt nur noch der dritte Titel. Fishing Admirals Cup. Eine Gesamtwertung aus mehreren Wettkämpfen. Heute die letzte Veranstaltung. Die Konkurrenz wittert Morgenluft, denn Schwerins Superseehund hat Probleme. Er frisst nicht seit 2 Tagen. Jetzt habe ich gerade was gefunden, was er frisst. Und er hat heute wirklich, haben die körperlich schwere Aufgaben, die Hunde. Nur Personen holen. Aber gut, wir geben alles. Ja, süßer? Wird schon, wa? Also das ist ja, ich bin ja mit allem zufrieden, was er abliefert. Der war so toll das ganze Jahr über. Aber jetzt kommt es nochmal drauf an. Jeder noch so kleine Fehler könnte den Titel kosten und die Wertungsrichter schauen ganz genau hin. Katrin bleibt ganz cool, jedenfalls äußerlich. Ihre Nervosität darf sich nicht auf den Hund übertragen. Wie in Frankreich bei den Europameisterschaften muss Katrins Lieblingslabrador 2 Personen abschleppen. Komm, ja. Na. Oh, Scheiße. Was war denn das? Heute nur der 2. Platz. Aber was Katrin zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß, es reicht. In der Gesamtwertung gewinnt Dustu den Admirals Cup und holt den 3. Titel in diesem Jahr. Unglaublich, Wahnsinn. Das Jahr hätte für mich einfach nicht besser laufen können. Aber ohne meine Sportfreunde vom HSV Bad Klein hätte ich das auch einfach nicht geschafft. Das ist Teamarbeit. Nun habe ich endlich ein bisschen mehr Zeit für mich und für meinen Mann. Und dann geht's weiter, spätestens im Frühjahr.